Artikel 15 des Grundgesetzes ist ja in letzter Zeit oft im Gespräch, wenn es um das Thema Enteignung geht. Demnach können Grund und Boden, also Immobilien und unbebaute Grundstücke, sowie Naturschätze, sowas wie Kohle, Erz und Öl, aber auch Naturkräfte, sowas wie Windkraft und Wasserenergie und Produktionsmittel, also alles, was für die Herstellung von Gütern erforderlich ist, also Gebäude und Maschinen, Patente und Warenzeichen, aber auch Rohstoffe, die für die Produktion benötigt werden. Zum Zwecke der Vergesellschaftung. Durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung geregelt. In Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft. Also sie dienen nicht mehr nur den Gewinnerzielungszwecken einiger wenigen, sondern gesellschaftlichen. Überführt werden, was der tatsächliche Vergesellschaftungsvorgang letztendlich ist. Der Vergesellschaftung unterworfen werden kann ein Objekt dann, wenn es vergesellschaftungsreif ist. Und das ist dann gegeben, wenn das Objekt eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung hat. Ein solches Gesetz zur Vergemeinschaftung kann sowohl der Bund als auch die einzelnen Bundesländer erlassen. Unproblematisch können das Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen oder Bayern, die eine ähnliche Vorschrift in ihrer Landesverfassung haben. Bei Ländern wie Berlin ist das Ganze noch nicht ganz klar. Berlin hat nämlich keine mit Artikel 15 vergleichbare Regelung in ihrer Landesverfassung. Nach Artikel 15 kann der Bundestag jederzeit ein Gesetz erlassen, in dem die Vergemeinschaftung von gewissen Objekten bestimmt wird. Hierzu ist eine einfache Mehrheit erforderlich. Möchte man hingegen Artikel 15 aufheben, kann man das nur über eine Änderung des Grundgesetzes machen. Für eine solche Änderung des Grundgesetzes braucht man jedoch eine Zweidrittelmehrheit. Überträgt man das Ganze auf die aktuelle Sitzlage unseres Bundestages, wird schnell erkennbar, dass eine Aufhebung in Form der Änderung des Grundgesetzes äußerst unwahrscheinlich erscheint, wohingegen die Aktivierung durch eine einfache Mehrheit von etwas mehr über die Hälfte schon durchaus realistischer sein könnte. Das Gesetz, das die Vergemeinschaftung regelt, regelt gleichzeitig auch die Entschädigung. Das heißt, wenn der Bundestag ein solches Gesetz erlässt, muss er gleichzeitig auch eine Entschädigungsregel bestimmen. Wichtig ist hierbei aber, dass es sich gerade nicht um einen Schadensersatz handelt. Also demjenigen, dem etwas genommen wird, wird gerade nicht sein entstandener Schaden ersetzt, sondern es handelt sich um eine Billigkeitsentschädigung. Wird also ein Grundstück enteignet, um beispielsweise die Ressourcen dieses Grundstücks nutzbar zu machen? Dann muss dem Eigentümer eine Entschädigung gegeben werden. Das ist bisher normalerweise der Verkehrswert gewesen. Das Bundesverfassungsgericht hat aber jetzt schon in einem Urteil entschieden, dass starre, allein am Marktwert orientierte Enteignungsentschädigungen dem Grundgesetz fremd sind. Der Gesetzgeber kann diesbezüglich auf situationsbedingte Besonderheiten und Zeitumstände Rücksicht nehmen. Insoweit kann er auch je nach den Umständen eine unter dem vollen Ersatz liegende Entschädigung bestimmen. Angewandt hat man den Artikel 15 bisher nicht, das heißt, man hat noch kein Gesetz erlassen, was eine Vergemeinschaftung im Sinne des Artikel 15 Grundgesetzes regelt. Die bisher in der Bundesrepublik durchgeführten Enteignungen wurden nicht auf Grundlage des Artikel 15 durchgeführt, sondern auf Grundlage von Artikel 14. Für eine Vergemeinschaftung ist der Artikel 15 jedoch spezieller, da er den Gesetzgeber auf die drei genannten Objekte einschränkt. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und wenn du weiter über brisante politische und rechtliche Sachverhalte informiert bleiben möchtest, dann abonniere doch einfach den Kanal.